Neuer Monat, neue DM-Neuheiten. Ich war wieder für euch shoppen, damit ihr nur die Dinge kauft, die wirklich ihr Geld wert sind. Und wir haben hier viele neue Schätzchen, die jetzt schon, wie auch immer, viral auf TikTok gegangen sind. Und ich zeige euch, was sich lohnt und wovon ihr lieber die Finger lassen solltet. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Ich freue mich sehr, ich war nämlich gestern wieder in der Drogerie. Ich war bei Rossmann und bei DM. Das ein oder andere Video habt ihr vielleicht schon gesehen. Falls das Rossmann-Video noch nicht online kommt, ist es das nächste, was online kommt. Aber wir haben hier echt eine Menge Produkte und ich will gar keine Zeit verlieren und direkt mit dem Video starten. Falls ihr hier neu seid oder vielleicht schon das ein oder andere Mal hier reingeluschert habt, drückt doch gerne auf den Abonnieren-Button und vor allen Dingen, und das vergessen mittlerweile leider sehr, 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 sehr viele, das ist für uns YouTuber, es betrifft nicht nur mich, sondern für ganz, ganz viele andere, den Like-Button einfach drücken. Das zeigt dem Algorithmus, dass ihr Interesse an diesen Videos habt. Und wenn ihr da nicht draufklickt, dann werden euch die Videos potenziell auch weniger angezeigt. Wir starten direkt mit einem neuen Produkt, was jetzt schon total viral auf TikTok gegangen ist. Ich habe noch nicht ganz verstanden, was ich damit machen soll. Ich habe es heute mal in den Haaren probiert und es hat mir sehr, sehr gut gefallen, hier die Babyhärchen zur Seite zu bringen. Das ist das EcoStyle Argan Oil Haargel mit maximalem Halt. Es hat recht lange gedauert, bis es hart geworden ist. Ich hatte es auf trockenem Haar angewendet. Und das hat aber sehr, sehr gut funktioniert. Es riecht nicht so wie die Umkleidekabine Buxtehude, sondern ganz, 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 ganz mild. So ein bisschen nach Arganöl, ein bisschen nach Gel ist, glaube ich, sehr, sehr gut für Sleek-Frisuren, für so eine Wet Hair Days. Ich kann es euch jetzt nicht zeigen, weil ich jetzt die Mütze drauf hatte, aber so um diese kleinen Babyhärchen oder so zur Seite zu bringen, glaube ich, sehr, sehr gut. Oder für euch, wenn ihr einen Vollbart habt oder wenn ihr so kleine Babyhärchen zur Seite stylen wollt, kann ich mir das sehr, sehr gut vorstellen. Es ist natürlich auf Wasserbasis. Also ich muss mir noch mal ein paar Videos dazu anschauen, warum das jetzt so gehypt wurde, weil es ja jetzt doch nur ein Gel ist. Es war aber recht teuer. Ich muss sagen, die Preise in der Drogerie sind teilweise wirklich mittlerweile schon, ich will nicht sagen unverschämt, ne, sie sind ja mehr oder weniger gerechtfertigt, aber einige der Preise sind schon massiv hochgegangen. Was mir aufgefallen ist, ist, dass Jean and Len aktuell die Drogerie so ein bisschen leiten. Egal in welchen Gang du gehst, findest du ein Jean and Len Produkt. Rossmann hat teilweise sogar so komplette Theken von Jean and Len Produkten, die sehr inspiriert von Rituals aussehen. Und bei DM gibt es auch überall verteilt etwas für die Haare, für den Körper. Ich warte noch auf Jean and Len Zahnpasta. Ich glaube, dann haben wir mittlerweile alles. Ich habe das hier einmal mitgenommen. Das ist die intensive Handcreme für normale bis trockene Hände mit Vitamin E, I Love You Berry Much, schmeichelzart und vegan. Packaging sehr sleek, sehr fein, liegt gut in der Hand. Mein Geruch ist im Moment, ihr hört es, oh, da ist eine Krähe. So ein bisschen beeinträchtigt, aber selbst ich rieche ein leicht beeriges Gefühl. Ich mag es gerne, wenn die Hände danach immer noch so ein bisschen schmierig sind. Habt ihr hier nicht, das zieht sehr, sehr schnell ein. Es fühlt sich gut an und so an der Nagelhaut oder so ist das ein gutes Ding. Ich bin aber, muss ich dazu sagen, was Cremes angeht, ich creme mich den ganzen Tag. Meine Hände, meine Hände dürfen kein Wasser berühren. Ich muss sie sofort eincremen. Und dafür ist es, glaube ich, ganz gut. Ich habe in jedem Raum in diesem Haus, und wir haben einige Räume hier irgendwo, eine Handcreme stehen. Hier habe ich sogar zwei. Oben am Sofa steht gerade die Rare Beauty Handcreme. Am Bett ist irgendeine von Isana. Die werde ich jetzt, glaube ich, ins Gästebad bringen. Einfach, dass man überall so ein bisschen was hat. Finde ich ganz spannend, Jean and Len. Ja, ich muss mich, glaube ich, noch mal ein bisschen mehr mit der Marke auseinandersetzen. Ich glaube, das ein oder andere Produkt hat mir sehr, sehr gut gefallen. Die anderen Produkte vielleicht nicht so. Schreibt mir da bitte unbedingt, damit ich da auch mal einen Überblick habe, eure Jean and Len Favoriten in die Kommentare. So kann ich anhand dieser Kommentare wirklich einmal rausgehen und schauen, was lohnt sich und was lohnt sich vielleicht nicht. Oh, meine Freundin Judith. Ah, Freunde, wenn ihr wüsstet, kommen wir bald zu. Hat was Neues rausgebracht und das gefällt mir Tatsache sehr, sehr gut. Das ist von Judith Williams Cosmetics, das Magic Wonder Eye Balsam. BB Eye Cream, vierfach Hyaluronsäure, Lichtschutzfaktor 15 und hauttonanpassend. Hauttonanpassend, ne, begrenzt, aber sehr, sehr spannend. Ich habe natürlich sehr starke Augenringe. Aber was habe ich damit gemacht? Ich habe das als Augencreme benutzt. Und wenn ihr das auftragt, habt ihr erst eine weißliche Textur und dann platzen diese Pigmente auf. Und dann wird das ganz, ganz leicht deckend in so ein bisschen, ja, es hat einen leichten gelblichen Unterton, was gut gegen Augenschatten kaschiert. Aber wusste ich natürlich, dass das kein Concealer für mich ersetzen wird. Ich habe es als Augencreme benutzt und hatte dadurch ein leichtes bisschen Deckkraft. Man konnte das Ganze auch sehr, sehr gut auftragen. Und ich habe dann jetzt einfach meine Foundation benutzt und ich habe keinen Concealer on top mehr rübergegeben. Und es hat sehr, sehr gut funktioniert. Hyaluronsäure ist natürlich perfekt, um die Haut mit Feuchtigkeit zu versorgen. Das Vierfache bedeutet, je nachdem, wie langkettig diese Hyaluronsäure ist, kann sie tiefer
tiefer in die Haut gehen oder eher in den oberen Hautschichten arbeiten. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also das muss ich mal weiter testen. Ich glaube, das ist so für Tage, wo ich einfach ein bisschen mehr Pflege brauche. Gerade wenn es unter den Augen super, super trocken wird. Vielleicht ein kleiner Sonnenbrand oder so entstanden ist. Mit der Farbe muss man ein bisschen schauen. Die Deckkraft ist aber so leicht, dass die schon sehr verzeihend ist. Ich glaube, als Concealer Primer ist das aber ein ganz, ganz spannendes Produkt, was definitiv hier einmal noch an meinem Tisch liegen bleiben wird. Okay, ich habe noch etwas von Alverde gekauft. Ja, ich probiere mich aus und das fand ich ganz spannend. Das ist das Hydro Body Spray Hyaluron Bio Aloe Vera. Pure Frische. Ein erfrischendes Body Spray, das der Haut einen extra spritzigen Duft verleiht und die Sinne vitalisiert. Mit Hyaluronsäure und Aloe Vera. Das riecht sehr erfrischend. Es kühlt auch so ein bisschen. Natürlich ist da Alkohol mit drin, aber das würde ich benutzen an Tagen, wo es unerträglich heiß ist und ich mich vielleicht so ein bisschen frischer machen möchte. Das riecht 1:1 wie klassische Naturkosmetik. Ich weiß nicht, was es ist, aber alle Naturkosmetikprodukte riechen immer gleich. Hier sind 150 Milliliter mit drin, Glycerin ist auch mit dabei. Ist ganz spannend. Ich würde das jetzt nicht als Parfumersatz benutzen, eher so ein bisschen als einen kleinen Fresh-Up zwischendurch. Oder wenn man mal unterwegs ist, ne, die Beinchen ein bisschen einsprühen, das kühlt ganz gut. Ich habe sowas Tatsache bei uns immer auf der Terrasse, oben auf der Sonnenterrasse, da ist einfach immer so ein Wasserspray oder sowas, kann ich mir das auch ganz gut dafür vorstellen. Ich bin in die Babyabteilung gegangen, ich bin da im Moment sehr, 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 sehr gerne und ich habe etwas mitgenommen und das ist die Bubble Party. Ein Duschschaum duftet nach fröhlichem Wasserspaß. Es riecht fruchtig. Ich weiß jetzt nicht, wonach fröhlicher Wasserspaß duftet, aber das ist ein Duschschaum. Ich glaube, das ist für Kinder ganz süß. Ich probiere jetzt auch langfristig so ein bisschen mehr Kinderprodukte hier mit in den Content zu integrieren, weil ich einfach weiß, wie viele von euch mittlerweile Kinder haben. Da bin ich so ein bisschen auf euer Feedback aktuell noch angewiesen. Sobald wir dann soweit sind, kann ich dann natürlich auch ein bisschen mehr Meinung dann von mir dazu geben. Aber es gibt jetzt einen neuen Duschschaum für Kinder. Und das fand ich so süß, weil ich bin ja die Parfummaus 2024. So. Und ich probiere, wenn ich mich eincreme, schon eine Bodylotion mit etwas zu kombinieren, was ähnlich ist wie das Parfum. Und ich habe die Sweet Peach Bodylotion gefunden, die riecht nach süßen Pfirsichen. Und die riecht wirklich nach süßen Pfirsichen. Und wenn ihr wisst, welche Düfte ich gerne mag, unter anderem Tom Ford Bitter Peach, ist das die süßliche Version dazu? Und dann dieses Peach-Parfum mit drauf und dann riechst du wie ein fruchtiger, saftiger Call-Me-By-Your-Name-Pfirsich. Sehr, 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 sehr fruchtig. Fand ich ganz süß. Ich weiß jetzt nicht, was daran extra für Babys gemacht ist oder ob es einfach... Also hier steht jetzt auch nicht extra drauf für Babys. Das stand jetzt bei mir nur in der Babyabteilung und ich dachte, das ist eine ganz süße Sache. Vielleicht einfach jetzt für so ein bisschen was Fruchtiges. Die Pflegeleistung von diesen sehr günstigen Bodylotions ist natürlich immer begrenzt, aber das würde ich eher wirklich als Parfumgrundlage vielleicht benutzen. Probiert das mal aus, Bodylotions ähnlich oder komplementär zu euren Düften zu wählen. Es gibt einfach nochmal einen viel, viel schöneren Halt und ein viel schöneres Ergebnis. Wir haben noch etwas von Balea und zwar die AHA und BHA Tuchmaske. Sofortiger Glow-Effekt mit Fruchtsäuren und für einen natürlichen Glow. Habe ich noch nicht getestet, aber Balea ist ja im Moment recht gut, was Skincare mit angeht. So eine Tuchmaske mag ich mal ganz gerne. Gestern hat Danny mich gezwungen, baden zu gehen. Ich hasse es, baden zu gehen, aber es tat mir sehr gut und ich habe dann einfach eine Maske aufgetragen. Jetzt zwar noch nicht die, aber die habe ich mal mitgenommen. Sofortiger Glow klingt immer sehr, sehr gut. Sowas würde ich aber trotzdem immer abends benutzen und dann auch auf jeden Fall einen Lichtschutzfaktor kombinieren. Säuren, überall wo HAA hinten dran ist, ist eine Säure. Acid für Säure. Müsst ihr unbedingt einen Lichtschutzfaktor kombinieren, wenn ihr das nicht schon tut. Und das fand ich ganz spannend. Ich muss nämlich, ich bin jetzt mittlerweile an dem Punkt angekommen, ich kann nicht nur noch mein Gesicht pflegen, sondern ich muss auch jetzt meinen Körper pflegen. Unter anderem meine Hände. Und da habe ich mir hier ein Scrub and Care Handpeeling und Handmaske-Sachet mitgenommen von Balea. Auf der einen Seite haben wir ein Handpeeling und eine Handmaske. Das ist aber eine Crememaske, ne? Also das sind nicht so Handschuhe oder so. Finde ich ganz spannend. Peelingkörner entfernen sanft abgestorbene Hautschüppchen und Shea Butter und Kokosöl pflegen die Haut streichelzart. Finde ich spannend, werde ich heute Abend oder das mache ich am Sonntag an meinem Skincare Reset Day. Dafür könnte das mit Sicherheit sehr, sehr gut sein. Und, da habe ich mich sehr darüber gefreut. Es gibt nämlich neue Lipglosse von Max Factor. Das sind die 2000 Calorie Lip Glaze Lipglosse. Gibt es, glaube ich, in 3 oder 4 verschiedenen Styles aktuell. Ich habe jetzt hier einmal Nectar Punch mitgenommen. Das hat so einen leichten, es ist so ein bisschen mauvig, ein bisschen beerig. Hat aber auf jeden Fall Glitzer mit drin und einen sehr, sehr großen Applikator.
Ich rieche jetzt leider nichts. Sehr glossy. Tatsache auch ein bisschen Farbe. Fühlt sich auf den ersten Eindruck sehr, sehr gut an. Auf der anderen Seite, ich will aber auch noch unbedingt die Farbe Cotton Candy probieren. Das ist nämlich so ein richtig heller. Ne, also es kommt schon ein bisschen Farbe drauf. Und durch diesen Glitzer-Effekt sehen die Lippen natürlich auch deutlich voller aus. Diese hellen Töne mag ich persönlich ganz gerne mit so einem schönen Concealer-Lip-Look. Ja, okay, der hat jetzt nicht so viel Farbe. Ich bin im Moment in meiner Lipgloss-Ära. Ich mag das. Und so ein bisschen Vanillin schmeckig. So dieses typische Lipgloss-Geschmäckle. Ich mag Lipgloss im Moment ganz gerne, die dürfen aber nicht kleben oder dann auch Lipöle. Was ich nicht verstehe, ist dieses 2000-Calorie-Ding. Also ich glaube, irgendjemand hat mir mal geschrieben von euch, das soll bedeuten, 2000 Kalorien ist so durchschnittlich das, was man am Tag essen soll. Das ist das Einzige, was man dann braucht für den ganzen Tag. Finde ich ein bisschen schwierig, den Namen, aber okay. Fühlten sich sehr gut an. Max Factor ist für mich mittlerweile eine Marke geworden in der Drogerie, die eher schon fast von der Qualität her sehr, sehr luxuriös geworden ist. Schreibt mir auf jeden Fall einmal in die Kommentare, welche Produkte ihr vielleicht diesen Monat schon entdeckt habt in der Drogerie. Ich danke euch, dass ihr heute mit dabei wart. Denkt auch unbedingt an eure Jean & Len Empfehlungen. Da will ich unbedingt mal vorbeischauen. Und ich würde vorschlagen, wir sehen uns ganz bald hier wieder. Bis zum nächsten Mal.